Wasserstoff ist ein ganz zentraler Baustein für nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung. Für uns als Normungsorganisation ist es wichtig, dass wir mit der Normungsroadmap Wasserstofftechnologien hier alle beteiligten und interessierten Kreise zusammenbringen, um einen anerkannten Fahrplan zu erstellen. Das Thema Wasserstoff betrifft alle Industriezweige, ob Beton, Stahl, Glas, Mobilität, aber natürlich auch die Energiewirtschaft selber. Wir brauchen deswegen diesen synergetischen Prozess und das Know-how aus allen Branchen, das wir hier in die Normungsroadmap einbringen. Hierfür sind eine Vielzahl von Partnern, das heißt Hersteller, Infrastrukturanbieter, Endnutzer und auch die Gesellschaft einzubinden. Wasserstoff hat ganz klar das Potenzial, viele Wertschöpfungsketten und auch Handelsbeziehungen international nachhaltig zu verändern. Das kann eine Blaupause sein, natürlich auch für andere Länder, solche Initiativen ebenfalls zu machen oder aber auch Standardisierungen, die wir erarbeiten, Normen, die wir erarbeiten, auch zu übernehmen, zum Beispiel in Europa, aber idealerweise natürlich auch weltweit. Im Maschinenbau sind wir mit unseren Technologien im Gravitationszentrum der Wasserstoffwirtschaft positioniert. Wir haben Erzeuger von Strom, also grünen Strom, die Verfahrenstechniker oder auch Anwendungszweige der Industrie, die Wasserstoff benötigen. Wasserstoff ist für die Bahnindustrie ein sehr interessanter Energieträger, weil er es ermöglicht, an den Stellen, wo keine elektrische Energieversorgung da ist, das heißt keine Oberleitung, auch emissionsfrei zu fahren. Die Herausforderungen bestehen darin, genug Wasserstoff nach Deutschland und nach Europa zu bringen und gleichzeitig die Infrastruktur zu ertüchtigen, damit wir diesen Wirtschaftsstandort Deutschland vital halten und beim Wettlauf um das Thema Wasserstoffnormung auch im internationalen Vergleich die Nase vorne haben. Sodass wir Normungswissen und die Erfahrung, wo Normung wie wirken kann, zusammenbringt mit neuen Einblicken, mit neuen Ideen, die wir von außen aus den Branchen bekommen. Es ist wichtig, dass die Value-Partner, also jene, die für die Wertschöpfung stehen, in einer Wasserstoffwirtschaft beteiligt werden. Also die Experten, die mit ihrem Wissen und auch mit ihrem Purpose daran arbeiten wollen, eine nachhaltige und auch global wettbewerbsfähige Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Es sind ja in der Summe über 40 Arbeitsgruppen. Das ist sichergestellt, dass wir wirklich eine breite Expertise haben. Und was ich besonders faszinierend an diesem Projekt finde, ist, dass wir eine übergreifende Beteiligung aus verschiedenen Verbänden haben. Aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Politik. Durch die Mitwirkung kann man die Inhalte der Standards gemeinsam mit anderen festlegen und vor allen Dingen auch gestalten. Und über Sicherheitsstandards dafür sorgen, dass die Technologie in der Gesellschaft schneller und natürlich auch positiv aufgenommen wird. Ich glaube, damit ist die Umsetzung der Normungsroadmap ein Katalysator auch für das Exportgeschäft. Und ich möchte dafür werben, sich intensiv an der Erarbeitung der Normungsroadmap mit zu beteiligen.